AfD-Spots vor den Videos von Le Floyd, was er selber dazu sagt. Das schauen wir uns mal an. Mir ist immer wieder aufgefallen, dass bei Le Floyd in den letzten Wochen immer wieder kommentiert wurde, Le Floyd, vor deinen Videos laufen Werbespots, damit man die AfD wählen soll. Was ist da los? Warum ist das so? Und was hältst du davon? Ja. Und der YouTube-Star Le Floyd hat sich dazu jetzt in seinem aktuellen Video geäußert. Darf man eben auch nicht verbieten, geschweige denn, dass wir als Creator auf YouTube großartig Einfluss darauf hätten, welche Werbung vor unsere Videos geschalten wird. Da machen wir leider im Prinzip gar nichts. Umso saurer stößt mir natürlich auf, dass die AfD jetzt mit 12,6% in den Bundestag, wie soll man sagen, einmarschiert. So ist das eben. YouTube oder auch jeder eigene Kanal ist ja wie ein Sender, und wenn man sich das Fernsehen anguckt, die müssen dann auch immer so Werbespots ausspielen, und dann steht da immer, der Sender ist nicht für den Inhalt verantwortlich und. Trotzdem wäre es vielleicht eine gute Idee, dass man vielleicht in Zukunft ein bisschen selektieren könnte, das und das an Werbespots würde man nicht wollen. Aber die haben wahrscheinlich auch gut Geld rausgelegt, um YouTube-Videos zu bombardieren mit ihren Spots. Was haltet ihr davon? Sagt ihr, wenn die nächste Wahl ist, Werbespots dafür auf YouTube gar nicht, oder ist so vollkommen legitim, ist halt Werbung, klicke ich weg und so. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare, da tauschen wir uns aus, und dann bis zum nächsten Video wieder. Sehen wir uns, bis dann, tschüss und ciao.